Entschuldige. Ich muss Zora, direkt du gähnen. kannst nicht jedes Mal gehen, wenn wir anfangen. Das musst du machen. Und grunzen vor Lachen. Grunzen, ja, das musst du machen, wenn wir irgendwann im Podcast schon drin sind und nicht in der ersten Sekunde. Es ist 6:30 abends. Eigentlich habe ich um diese Zeit schon Abend gegessen und liege auf der Couch. Das ist so eine Omi. Das ist meine Oma auch. Ja. Daisy legt sich zu mir, auf mich drauf, die hat jetzt auch gegessen und dann gucke ich was auf YouTube und um 9 gehe ich ins Bett, lese noch eine halbe Stunde und dann gehe ich schlafen. Lol. Das ist mein Leben. Ach, sorry. Deswegen. Also ich finde es ja sehr schön, dass du so viel schläfst, aber stehst du dann auch dementsprechend früh auf? Naja, also ich werde ja schon immer so um 6, 7 von Pfoten im Gesicht geweckt. Ja. Und dann stehe ich so um 8 auf. Also schlafe schon sehr viel. Ja, du stehst so viel wie eine Katze, fast. Ich bin eine Katze. Gleich kommt deine angerannt. Miau, miau. Nee, die leckt sich gerade. Oh. Also macht sich sauber. Ja. Ja, ich würde sagen, das ist ein wunderbarer Einstieg. Hallo, herzlich willkommen in der neuen Podcast-Folge. Schön, dass ihr da seid. Moin. Wir hoffen, es geht euch gut. Moin. Wir nehmen ja sonst immer irgendwie an einem Samstag oder Sonntag auf. Heute ist tatsächlich Mittwochabend. Die Folge kommt yes. Also für uns morgen raus. Brandaktuell aber für euch. Nur die heißen Themen? Hä? Wie heißt das? Der heiße Scheiß, wollte ich irgendwas ja. sagen. Okay, wow. Cool. Ja, ist ein Scheißen-Thema. Einen coolen Satz verkackt. Cool. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Cool, mir auch. Damit tschüss. Ich war ja im Urlaub, deswegen. Ach, Heimaturlaub. So schön. Ja, ich war bei meiner Mamsi und meinem Papsi in Hamburg. Das war sehr schön. Meine Mama, sie hatte Geburtstag und also aber Montag schon und ich bin dann Donnerstag gekommen und sie hat dann am Sonntag ein kleines so Party/Essen mit der Familie gemacht, was halt auch sehr schön war, weil ich habe meine Omi halt auch schon jetzt seit fast einem Jahr nicht mehr gesehen und halt Tante und Cousine halt seit ewigen Zeit nicht mehr und ihren Mann halt auch nicht. Und es war dann sehr, sehr schön. Es gab Grünkohl und Kohlwurst und Kassler. So geile Röstkartoffeln, die super butterig waren. Das war sehr nett. Ja. Und ja, Schweinebacke. Nee. Aber das habe ich nicht gegessen. Ich finde, Backe sieht immer so komisch aus. Weiß so ich borstig. Gar nicht, wie das aussieht. Will ich, möchte ich, ja, möchtest möchte du nicht, ich, nein. Möchtest du nicht? Nein. Nee. Aber das macht man halt so in den Grünkohl, glaube ich, rein, um den halt so zu mehr Geschmack zu bringen, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich kann auch nicht so viel Grünkohl, deswegen kann ich es dir leider auch nicht sagen. Nee, aber es war sehr, sehr schön. Und es gab ja die ganze Zeit Essen. Am Freitag haben wir Raclette gemacht. Wir haben uns immer so, nicht immer, aber so zweimal. An den anderen Tagen gab es so Kuchen, die meine Mama gebacken hat. Aber so an 2 Tagen waren wir bei so einem Weihnachtsmarktstand, aber nicht am Weihnachtsmarkt, aber so ein Stand, weißt du, wo es so Schmalzkuchen und Apfeltaschen gab. Was ist Schmalzkuchen? Schmalzgebäck. Ist das einfach fettiger Kuchen? Was ist Schmalzgebäck? Das ist so, das sind so kleine frittierte Teigdinger mit Puderzucker. Also Fett mit Fett. Schmalz. Nee, es ist deutscher Churro, würde ich sagen. Ja, ich ekosiere es gerade mal. Leckereien an Schmalz gebacken. Krapfen. Ach so, nee. Ist einfach wie so kleine Berliner. Ah, das ja. ist Schmalzgebäck. Ah, ja, diese runden, das so wie so Quarkbällchen. Aber die schmecken ganz anders als Quarkbällchen. Ja? Okay, die werden ja hier angezeigt. Ja, da ist ja kein Quark drin. Das nee, ist, also einfach nur so, ist ja auch nicht ist einfach nur Quark drin. Ist einfach so der Teig vom Berliner, aber halt ohne Füllung. Ja, genau.
Und einfach ein Puderzucker. Ja, das ist ja ein Quarkbällchen. Aber es sind Quarkbällchen nicht so. Die sind nicht gefüllt. Ja, ich dachte mal, da sind so. Was sind denn die, wo so weiße Creme drin ist? Das ist für mich ein Quarkbällchen. Andere Bundesländer, andere Sitten. Ja, also Berliner, Jedenfalls. bei uns gibt's, also in NRW gibt's ja Berliner auch mit weißer Creme drin. Bei uns Aber, meistens also me mit meistens mit Marmelade, aber es gibt die auch Made, mit ja. Creme, aber ich weiß nicht, ob die dann anders heißen. Eierlikör. Nee, Ja, dann heißt das die auch so, aber auch. es ist ja Eierlikör. Aber ich. Auf jeden Fall war es sehr lecker. Ja. Long story long. Ja. 300 M's später. Ja, ich liebe das auch so. Das ist wirklich so mein Lieblingsessen. Und ich hatte zwar eine kleine Portion, aber bei der zweiten dachte ich auch so, eine mittlere. Anstatt 3 Euro, 5 Euro. Ja. Das ist Es doch geht nice. bis zur ganz großen Oha. Oha. Familienportion für Ja, 10 Euro. ich hoffe ja, also falls du kommst im Dezember, dass dann noch irgendwas offen hat. Wir steuern ja hier schon gerade wieder auf die nächste Bei euch ist, Katastrophe zu. das war auch so, ich kam an, Zora, und schon fort alles so Panik mache, überall. So vom Flughafen Naja, nach Hause, aber die fünfmal im Krankenhäuser Radio. sind überlastet, in den Altersheimen bricht das jetzt schon wieder überall aus und die BewohnerInnen sterben da, weil die alt sind und kein Immunsystem mehr haben. Es gehen immer noch jedes Wochenende Corona-LeugnerInnen demonstrieren. Und einfach, also, und natürlich die Zahl der ungeimpften Infizierten steigt halt rasant. Und jetzt werden hier gerade überall die 2G-Regelungen eingeführt, also geimpft und genesen, dass Test nicht mehr ausreicht und die Leute dann quasi vom Alltag ein bisschen zurücktreten müssen, um es mal so zu formulieren. Und es hilft halt trotzdem nichts. Die Zahlen steigen wieder. Überall irgendwie ist wieder was. Ich kenne Leute, die das zum zweiten Mal haben. Habe ich dir das erzählt? Ich hätte am Samstag ein Date gehabt. Und. Nein. Nee, habe ich nicht erzählt. Genau. Ich hätte am Samstag ein Date gehabt. Und das war eigentlich voll cool. Wir haben schon so eine Weile geschrieben gehabt auf einer Dating-Plattform und sind dann irgendwann, hatte ich mich da ja wieder deaktiviert und dann aber zum Glück nochmal gesehen, dass er geschrieben hat. Und dann haben wir einfach jetzt auf WhatsApp gewechselt. Gehört überhaupt nicht dazu, aber einfach so als, ja, Aber es ist random passiert. Fact. Genau, es ist passiert. Also einfach um zu sagen, hey, wir schreiben schon eine Weile und jetzt wollten wir uns dann mal treffen und. Es gibt gerade irgendwie so eine interaktive Ausstellung hier in Düsseldorf, wo man irgendwie auch, da kann man irgendwie klettern oder so. Kann ich ja mal den Link in die Shownotes packen. Und das hatte er dann vorgeschlagen und das war voll cool. Und dann habe ich ihn nochmal gefragt, so, hey, wollen wir das am Samstag machen? Und dann kam halt nichts mehr. Und dann war ich schon so, ja, okay, cool, das Typische, man macht das Date aus und dann hört man nie wieder was. Und dann meldet er sich nachmittags. Ja, hier, wir haben gerade noch über Corona gesprochen. Meine Mutter hat Corona, also ist positiv getestet worden. Eine Arbeitskollegin von ihr ist positiv ins Büro gegangen. Und jetzt hat sie das und ich habe sie gesehen. Und meine Oma ist jetzt vielleicht auch infiziert und hier ist jetzt gerade Chaos. Und es war so, wow, okay, krass. Und dann haben wir das Date dann natürlich am Samstag auch Krass. abgesagt und auch Ich noch be. Nachholtermin unklar. Naja, es ist aber auch bei so einem First Date, muss man ja auch gucken. Ich finde es schon so krass, weil hier zum Beispiel, wenn man ja Kontakt zu einer Corona-Person hatte, muss man ja auch nicht in. Also ma sagt, macht doch keiner. Also In jeder geht dann Quarantäne. weiter. Genau, jeder geht dann weiter ins Office und die wollen es jetzt auch bald einführen, dass auch wenn du positiv bist, nicht mehr in Quarantäne musst. Ach, krass. Ja, aber bei euch Und. lassen sich die Leute ja, ist die Impfbereitschaft ja trotzdem noch höher. Die deutschsprachigen Länder in Europa sind ja die mit den meisten Ungeimpften. Ja, aber so viel höher ist die, glaube ich, Unsere auch nicht. Also. Weihnachtsfeier steht jetzt auf der Kippe. Oh. Es wird jetzt nächste Woche beraten, ob die überhaupt stattfindet. Ich habe Sachen bestellt, ich habe schon Sachen gekauft, ich habe ganz viel
Wir machen immer so eine Motto-Kostümparty, die wir alle sehr ernst nehmen. Das ist ja eine ernste Angelegenheit beim Mitvergnügen. Ja, finde ich aber auch. Ja, und ich habe schon, also was ich bin, kann ich dir dann, erzähle ich dir nicht im Podcast, weil ich bin mir nicht sicher, ob auch KollegInnen den Podcast hören. Von einer weiß ich's und ich will mein Kostüm nicht vorher verraten. Nee, das soll ja eine Überraschung sein. Richtig. Jedenfalls habe ich dafür irgendwie die letzten Tage ganz viele Sachen für organisiert und bestellt und war auf Etsy. Ja, und jetzt wird es vielleicht abgesagt. Das nervt mich. Nein, es wird nicht abgesagt. Also das ist so die eine Freude im Jahr. Okay, mit Vergnügen, die Elfjahresparty war cool. So, die zweite große Freude. Aber es ist nur 1% mehr der Gesellschaft vollständig geimpft in Deutschland, in England als in der UK. Ja, krass. Aber hier stirbt auch keiner, nee, so mehr so richtig. Nicht so viele. Oder also geht ins Krankenhaus so krass. Nicht so mit. Ja, im ganzen Königreich sind, glaube ich, so 1000 Menschen auf der Intensivstation. Ja, das. So viele, also. Aber es hatte jetzt auch jeder Corona und ja, kann man und auch nicht mehr so krank werden. Bei uns sind ja einfach die Betten schon wieder voll, die PflegerInnen sind überlastet. So, in den Pflegeberufen gibt es immer noch ganz viele, die nicht geimpft sind, die sich infizieren, die dann zu Hause bleiben müssen. Und die geimpft sind, haben dann doppelte und dreifache Schichten und müssen sich um die IntensivpatientInnen kümmern. Ja, aber es ist, glaube ich, einfach nur das Problem ist vielleicht auch nicht Covid, also natürlich ist das ein Problem. Das Problem ist vielleicht auch einfach nicht genug oder keine Infrastruktur in Krankenhäusern, nicht genügend Pflegepersonal, intensiv. Absolut. So. Aber da muss man daran vielleicht auch mehr arbeiten als nur an Leute impfen. Aber das ist ja schon seit Jahren und Jahrzehnten klar. Das ist ja klar, und das ist ja auch überall so. Ja. Aber und weil das ja einfach keine lukrativen Berufe sind. Das ist ja so, also wenn du in meinem Job behaupte ich jetzt einfach mal, doppelt so viel verdienst wie eine Krankenschwester, Krankenpflegerin, hat man dann eher die Tendenz, in meinen Beruf zu gehen, als in den Ehrenwerten. Und viel ich habe ja keinen sozial wertvollen Beruf. So. Heißt das so? Ja. Keine Ahnung, du weißt, was ich meine. Ja, ein der Existenz. Ja, gesellschaftlich wertvollen Beruf. Wenn es meinen Beruf morgen nicht gibt, ist es schade für mich, aber ansonsten ist für es für alle anderen nicht. Ja, genau. Ja. Und wenn es den Beruf der Krankenschwester, PflegerInnen morgen nicht mehr gibt, ja, dann scheiße, stehen wir ganz schön dumm da. Ja, das ist natürlich. Oder Altenpfleger, pflegende PflegerInnen. Ja. Ich war auf einer. Ja, nein, ich glaube, es ist relativ lange her, weil wir dann irgendwann nicht mehr so... Ja, nicht mehr. Das Thema ist ja auch einfach alt und abgelutscht. Aber jetzt, jetzt habe ich es ja gerade so... Ja, ist es akut. Ja, und ich... Nein, die findet statt. Man kann, also bei meinem Papa findet die auch statt als Privatparty sozusagen, ja, also nicht als Firma. Bei uns ist es ja auch die Firma und unsere Firma ist ja auch im Vergleich zu der Firma, bei der dein Papi angestellt ist, ein kleiner Pups. Wir sind ja, die feiern ja nicht alle zusammen. Ja. Und wir sind ja 40 Leute. Die können auch alle bei dir in die Wohnung zur Party, zur Not. Ja, wir kriegen jetzt, langsam sind wir alle schon an der Reihe für den Booster. Ah, ich krieg Ende des Monats. Ja, du hast dich angemeldet. Ja, genau. Nice. Einfach, ach so, für alle, falls es Leute nicht wissen. Ich wusste es vorher auch nicht. Man kann sich jetzt einfach den Booster, da muss man gar nicht mehr in extra irgendein Impfzentrum oder sowas, sondern kann sich den einfach bei seinem Arzt holen. Also ich glaube, die erste und zweite Impfung gibt es ja inzwischen auch schon bei den Ärzten, aber den Booster jetzt inzwischen eben auch. Und in vielen Städten sind jetzt auch wieder die Impfbusse unterwegs, die einfach mobil sind und von Standort zu Standort fahren. Kann ich auch noch mal Links in die Shownotes packen. Oh ja. Yeah. Ich glaube, die Katzen haben unten was umgeschmissen, falls sie irgendwelche Störsignale auf der Aufnahme hören. Ich fand es nur eben so interessant, weil ich kam in Deutschland an, überall im Radio und Fernsehen ist nur Panik. Und hier
Hier ist natürlich auch, also es wird ja auch noch genügend über irgendwie Covid und sowas geredet, aber halt nicht so und auch nicht mit dieser Panik und schon wieder alles und hier und alle werden krank und, oh, und fühlen wir uns sicher. Das gibt's halt, das ist wenig so im Kontext. Dann wird halt nur so geredet, oh, wenn überhaupt, es werden auch nicht mehr so wirklich so Zahlen genannt. Das ist halt alles, also du kannst sie immer noch lesen in seinem BBC Corona-Update und sowas, aber es wird meistens eher dann so gesagt, keine Ahnung, neue Pläne für Reisen und neue, keine Ahnung, QR-Codes oder irgendwas in der Corona-App, solche Sachen, aber immer nur so informativ und nicht irgendwie, es ist furchtbar, sondern Ja, einfach nur bei so. uns ist ja auch, also ich habe auch das Gefühl, dass so die, wie formuliere ich das? Es gibt Medien, die mehr Panikmache verbreiten als andere Medien. Und die panikverbreitenden Medien sind deutlich lauter und kreischender als andere Medien. Also ich fand's, also ich weiß, ich habe ja nur die öffentlich-rechtlichen so, weil wir haben ja keinen Fernseher mehr, was nicht öffentlich-rechtlich ist. Echt? Ja, weil man dafür bezahlen muss jetzt und das. Für die Meine Eltern. Privaten? Ja, meine Eltern haben DVB-T oder so. Jedenfalls, das ist halt. Okay, keine Ahnung. Ich weiß nicht, Ja, wo da das die ist Unterschiede irgendwas, sind. das Okay. war immer halt, keine Ahnung, da musste man immer nie was bezahlen oder so. Also auch nie Kabel oder so. Aber du hattest halt alle Sender, die auch Kabel oder so laufen würden. Und dann wurde es aber vor ein paar Jahren umgestellt und jetzt gibt es nur noch die Öffentlich-Rechtlichen. Oh Dadurch Gott. kann ich auch nur so Eisenbahnlandschaften und so angucken. Aber da, ich fand das, jeden Tag gab es so gefühlt ein Spezial und immer und das und hier und oh. Ja, Und ich war klar, so, aber oh, eher so als Leute. Berichterstattung, oder? Aber Das naja. war halt schon alles, alle sterben ungefähr Ja, ist so. ja auch Und du so. warst so, Das ist ja auch die oh. Berichterstattung. Na, aber es gibt ja so. Hast du das gesehen? Das habe ich gepostet. In Österreich wird jetzt Wurmmittel für Pferde knapp, weil das angeblich gegen Corona helfen soll. Und jetzt Ja, Impfleugner ja. oder Impfgegner sich jetzt lieber das ne einnehmen. Ja. Als. Funktioniert nicht. Das haben die Amis auch Ja, schon und vor gemacht und sie allem, sind also alle gestorben irgendein daran. Zeugs für Pferde nehmen, aber die Impfung, die Impf. Ja. Nicht. Ich, mir fehl, ich kann nicht mehr sprechen, weil ich so fassungslos bin. Ja, solche Leute kann man nicht mehr erreichen. Aber ich finde, es gibt auch genügend Leute, die geimpft sind. Ich war nämlich bei, ich habe mich getroffen in Hamburg mit einer guten Freundin und wir waren dann auch in so einer 2G-Party. Bar, Resto, Bar, das dann halt Ja, auch so einen genau. Club Die sind angeschlossen hatte. überall. Also, das ist jetzt Genau. allgemein in Hamburg. Überall Naja, ist nee, 2G. nee, nicht überall. Also in den öffentlichen Dingen schon. Nee, du kannst dir aussuchen, ob als Restaurant oder Bar, ob du 2 oder 3G Aber machst. ich habe Und gerade gelesen, dass es verpflichtend wird. ja, verpflichtend wird, aber war nicht Okay, vom als du da Wochenende. warst, noch nicht. Ja, Okay, da okay, konnte okay. man sich, aber ganz viele der Bars und so, also für die ist es ja auch einfacher. Und ich glaube, die dürfen, das weiß ich nicht, aber ich glaube, das sind auch irgendwie so Regeln, dass die länger aufbleiben dürfen, wenn sie 2G machen oder so. Okay, Aber es keine kommt ja auch auf dein Publikum an. Also so eine Ahnung. Eckkneipe am irgendwo hat halt ein anderes Publikum als die Schanze. Und halt Ja. dann, also kannst du es ja auch ausrechnen, wo es vielleicht mehr Sinn macht, 2 oder 3G zu machen. Ja, klar. Oder keine Ahnung, Kaffee trinken. Im Kaffee ist ja auch noch was anderes als Clubnacht, die du wahrscheinlich mit 3G auch nicht machen dürftest, also weil du auch Maske tragen musst. Aber es war sehr, sehr gut besucht und alle waren auch super eng und in Deutschland raucht man ja auch immer drin, in so Bars und Clubs. Das ist, da war ich schon auf, Frischluft. Ich hatte voll so Kopfschmerzen einfach nur vom Rauch um mich herum am nächsten Ja, Morgen. Aber es deswegen war fand ich sehr ja schön. eigentlich das gut, dass es mal das Rauchverbot gab. Oh, ups. Ja, vor allem man geht auch viel weniger rauchen, weil es draußen einfach So krass kalt kalt ist. ist. Ja. Voll. Und man hat halt viel weniger Kopfschmerzen am nächsten Tag, auch als Und Passivraucher. Oh. ja, und es stinkt halt nicht so. Ja, ich habe mein teilweise nach so Clubnächten meine Haare 2 oder 3 Mal gewaschen, weil die so gestunken Ja, haben. ist auch mal das Erste, was man machen muss, finde Ja, ich, wenn das. man morgens Ja, ich wollte gerade sagen, aufwacht. manchmal nachts noch und dann mit dem Handtuch auf dem Kissen, weil die Haare einfach so gestunken haben. Wenn dir eh so schlecht war. Oh. Pfui, pfui, pfui. Ja, das war halt schön so. Also Ja. auch das Rauchen, das fand ich jetzt nicht so furchtbar, aber es war nicht so cool. Einfach Nein, gefreut, aber. wieder raus zu sein. Ja, ich war ja am Freitag, das wäre eigentlich mein Highlight der Woche geworden,
war ich mit einer Freundin Glühwein trinken. Das war total schön. Ja, das sah ja, sehr süß aus. Ja. Aber Zora pink, pink und pink. Und vor allem war ich dick eingepackt, wirklich auch mit Skiunterwäsche und dicken Schuhen und Mütze und Handschuhen. Und dann haben wir uns am Fortuna-Bütchen getroffen. Das ist in Düsseldorf. Ich weiß, wo das ist. Ja, habe ich dir schon gezeigt. Das ist eine wichtige Institution in Düsseldorf. Aber es hatte leider zu, als wir da waren. Ja. Also wahrscheinlich auch wegen Covid. Ja. Also ist auch, wenn es nur so ein Kiosk ist, aber es war ja auch kalt und niemand war unterwegs. Aber jetzt hat's offen bis haben die bis 22 Uhr offen und unter anderem eben Glühwein ausgeschenkt. Ja, das konnte man ja auch nicht machen. Nice. Ein To-Go-Becher, also einfach so ein Pappbecher. Ja. Richtig nice. Und dann sind wir unten die Rheinpromenade entlang spaziert. Dann an irgendeinem Biergarten quasi vorbei und haben da auch nochmal Glühwein uns geholt und sind dann einfach immer hin und her gelaufen und haben uns Glühwein geholt und gequatscht und waren an der frischen Luft und es war wirklich schön. Oh, das klingt voll schön. Ich habe auch voll Bock auf so Glühwein. Ja, ich habe richtig Deswegen Bock. Deswegen darf es auch keinen Lockdown geben in Deutschland, weil ich komme ja dann wieder und ich muss dann Glühwein trinken gehen. Ja. Aber kann man auch lecker selber machen zu Hause übrigens. Ja, ich weiß, aber es ist auch schöner so auf dem Markt. Ja, wir werden Weihnachten bei mir verbringen, also Heiligabend. Party mit Zora, ja, alles eingeladen. Das klingt nach so einer großen Gesellschaft, aber wir sind ja nur voll die kleine Familie und wahrscheinlich wird's mein Papa, meine Schwester, der Papa meiner Schwester, vielleicht meine Oma, vielleicht die Freundin von meinem Papa und ich. Das ja, war's, das aber ist das die ja Familie. Schon. Ja, aber es ist ja schon. Ja. Und auch das Menge. Erste Mal, dass ich dann so eine Weihnachtsessen zu Hause habe. Und ich habe natürlich schon jetzt mir ganz viele Rezepte angeguckt und auch so ganz viele, oh, so richtig geile vegane Sachen. Und eben auch so Glühweinrezepte. Und da habe ich auch schon richtig Bock drauf. Da läuft mir schon das Wasser im Mund zusammen, das dann so selber machen mit den ganzen Gewürzen und genau, und dann irgendwie ja, jeder vorsichtig bringt dann nochmal sein. Was mit. Nicht nur warm machen, nicht kochen. Ja, richtig, sonst geht der Alkohol verloren und das braucht kein Mensch. Nee, aber vor allem ist es immer so, es kocht sofort auf, wenn man eine Sekunde nicht drauf guckt. Ja, vor allem so, meine Herdplatten dreht sich um und gehen, es bubbelt. Ja, es werden super schnell heiß, also ja, nein. Und auch eben, was du meintest, so Jamie Oliver hat mal so geile Ofenkartoffeln gemacht, aber nicht wie so deutsche Ofenkartoffeln machen, so eine Ofenkartoffel, sondern diese außen knusprig innen. Ja, oh, ich liebe die. Apropos Ofenkartoffeln, ich werde heute Kartoffelkarton machen. Geil. Das danke. Stets zu Diensten. Kein Problem. Ja, und nur so Sachen und da habe ich jetzt schon so Bock drauf. Oh, geil. Also es wird die Hölle, das alles zu kochen und vorzubereiten, aber auf das Essen habe ich Bock. Nice, ja. Ja. Lecky, schmecky. Ach so, ja. Oh, mein Highlight der Woche möchte ich noch teilen, weil es so witzig war. Ich habe Cat gestern schon eine Sprachnachricht dazu geschickt, wo auch sehr viel Lachen und Grunzen vor Lachen inkludiert war. Ja. Ich bin abends, oh, es wird jetzt sehr persönlich, Achtung. Hallöchen. Noch ein Date? Ja. Quasi. Ich sitze abends auf Klo und sitz da so vor mich hin und die Tür ist immer offen, weil sonst steht die Katze davor und miaut. Ja, du bist ja auch sonst alleine. Ja, genau. Und wenn ich bin eh alleine, also ist eh alles egal. Ich hatte die vorher ehrlich gesagt auch schon offen. Ja, eben. Ich lass die auch immer auf, wenn ich weiß, dass ich alleine bin. Ja, natürlich. Warum Türen schließen? Ja, klar, viel zu anstrengend. Und genau, Daisy kommt dann auch eben ganz oft rein und sitzt ganz oft in der Badewanne oder geht dann auch auf Klo. Und dann gehen wir beide zusammen pinkeln, wunderschön. Und ich sitze da so vor mich hin und auf einmal kitzelt es mich am Po. So richtig unerwartet und ich springe einfach kreischend auf, weil ich überhaupt in dem Moment nicht wusste, was das ist. Und dann steht da einfach Daisy an der Kloschüssel und steckt ihren
ihren Klopf, ihren Kopf in die Schüssel und also war so mit ihren Härchen an meinem Po und wollte gucken, was ich da so mache. Baby! Baby! Ich war auch nur so, na, macht Spaß. Und ich stand dann da so und sie guckt noch ein bisschen und dann ging sie wieder runter und blieb dann da sitzen. Und das war so, ist es Liebe? Ist es Stalking? Ist es, what's happening? Ja, aber es war ein Moment zwischen uns. Das ist ganz Besonderes, sorry. Ja. Ganz Besonderes was. Sie geht ja auch immer, wenn ich in der Badewanne bin, guckt sie ja auch immer rein. Ja, weil sie so süß ist. Sie ist so süß. Aber was macht Cookie auch bei der Badewanne? Dann macht sie sich auch so groß und findet es da gar nicht so geil, was da drin ist. Nee, genau, das ist so, wie wenn ich sie am Ingwer riechen lasse, wenn sie was von meinem Essen abhaben will. Und dann verzieht sie die Nase. Ja, dann verzieht sie die Nase und geht weg. Und dann stecke ich ihr das immer noch ein paar Mal hin zum Riechen. Und dann wirklich, sie kräuselt dann so die Nase. Und ja, ist doch nicht, was ich mir vorgestellt habe. Das kommt davon, wenn du von meinem Essen betteln willst. Ja, so süß, aber. Mega süß. Aber ja, das ist mein Highlight der Woche. Babys. Aber cool. Wir reden schon eine halbe Stunde. Wir haben noch gar nicht über unser Thema geredet. Nächste Woche. Okay. Klischees sind Klischees, weil sie immer wahr sind. Okay, vielen Dank fürs Zuhören. Das ist ein Vorgespräch. Ein Dings für nächste Woche. Ja, ein spannender Teaser. So heißt das. Ein Dings. Ja, Teaser. Nee, weil ich war dann ja auch so. Ich wollte einfach von Deutschland ein bisschen erzählen. Ja, wie ich da so war, sorry. Ich habe leider keinen Döner bekommen. Ich kann es nicht bekommen. Die Deutschland-Folge nennen. Das ist ein bisschen. Das klingt mir zu. Kannst du ja auf Heimatbesuch. Ja, okay. Heimat. So. Okay, Titel steht. Siehst du? Nice. Nein, das war richtig schön. Wir waren ja auch shoppen, Mami und ich. Mhm. Oh, hast du dir nette Sachen gekauft? Oh. Mhm. Ja, meine Klamotten habe ich noch nicht gebloggt. Die vlogge ich vielleicht, jetzt bin ich ja wieder hier. Die vlogge ich auch die Tage, vielleicht am Wochenende oder ja, morgen ist schlecht, habe ich weg. Freitag haben wir Party. Ja, es muss dann das Wochenende sein, weil ich muss auch erstmal alles auspacken. Oh, ich habe auch einen Adventskalender. Meine Mom, sie hat mir einen Adventskalender gemacht. Süß. Das ist so süß. Aber ja, gab nette Sachen. Wir waren Was für ein Adventskalender? So ein selbstgemachten. Ich weiß nicht, was drin ist. Süß. Ja. Genau, ich musste auch einen großen Koffer mitnehmen. Also auch vor allem wegen des Adventskalenders, weil die Verpackung schon relativ groß. Und ich glaube, so ist bestimmt voll viel so Schokolade und hoffentlich auch Unterhosen drin. Meine Mami macht immer Unterwäsche in den Kalender. Oh, geil. Und sie ist ja auch die Einzige, die mir Unterwäsche kauft. Von daher, so langsam müssen es dann wieder neue werden. Aber es war richtig schön. Genau, da waren wir im Shoppen in der Mönckebergstraße, so ein bisschen bummeln. Die Stadt war richtig voll. Und dann haben wir uns noch... Da sind wir früher mal nach dem Shoppen hingegangen, im Levanterhaus. Levanterhaus. Da sind so verschiedene Gastronomie und so drin. Und da waren wir früher, das ist richtig schön auch in Hamburg. Ich kann das nur jedem empfehlen, da hinzugehen. Das ist eher so für Omis, glaube ich. Wir waren da immer schon. Und früher habe ich immer einen frisch gepressten Orangensaft dort getrunken. Mhm. Jetzt trinke ich Aperol Spritz. Genau, meine Mami hat seinen Hugo getrunken und es war halt richtig schön. Und dann, es gab gerade Schienenersatzverkehr in der Bahn, dann habe ich sie zum Regionalzug gebracht, der halt nach Bergedorf fährt und nicht zu unserer Station, aber halt super nah dran. Und das war das erste Mal, dass sie diesen Regio genommen hat. Und da war sie ganz aufgeregt und dann stand aber was anderes dran, weil es gibt halt zwei und einer hält aber, hat Endstation Büchen und den kannte ich nur und der fuhr aber weiter nach Rostock und dann hat sie so, Mama, das ist der, das ist wahrscheinlich einfach nur ein Zug, der noch weiterfährt. Da habe ich das Bahnpersonal gefragt, weil meine Mutter so, nein, da kann ich nicht ein, ich will nicht nach Rostock. Ah. Dann so, ja, der hält in Bergedorf. So, danke. Süß. Genau, das ist auch den ich nach Hause genommen habe wegen des Schienenersatzverkehrs. Um 2.30 Uhr am Morgen. Party Queen. Ja, die musste ich aber nehmen. Ich hätte noch länger Party feiern können, aber dann wäre das mit nach Hause kommen so doof gewesen. Wegen der letzte Züge, die dann sind, ne?
Naja, es ist halt fahren. nur wegen Schienenersatzverkehr. Da musste man irgendwie halt aussteigen und dann zu so einem Bus stoppen und dann mit dem Bus zum Ende vom Schienenersatzverkehr. Aber die Station, wo die Bahn wieder fährt in der Nacht, ist halt ungeil, weil du hast über. Das ist mitten im Industriegebiet, diese Station. Da ist halt niemand und du hast kein Handyempfang. Und da wollte ich halt nicht Nein, um nein, 4 Uhr nein. morgens stehen oder Ja, so. nein, nein, Genau. nein. Und dann, also es ist halt einfach unentspannt, weil mit dem Busfahren zu diese von der Station zur anderen Station, das dauert halt 20 Minuten. Und dann ja noch auf die Bahn warten in der Nacht, das verlängert deine, also Ja, Fahrt halt nein. richtig Und lange. nachts fühlt sich das eh alles an wie 2 Stunden. Genau, und das ist, also das war mir das halt nicht wert. Und dann wäre halt der nächste Regio erst halt um 4 Uhr irgendwas gekommen, glaube ich. Und das war mir dann ein bisschen zu leid. Also war, bis 3 Uhr hätte ich es noch geschafft, aber bis 4 Uhr weißt du, wenn du dann auch nicht mehr so weißt, ob du bis da noch wach bist. Und dann, Das muss da genau, nicht musste ich sein. den nehmen. Aber so sind Mama und ich beide Regio gefahren. Super Gefühl. Exciting. I know. Für meine Mutter war es richtig Ich exciting. weiß. Die musste sich Ja, erstmal ja, ja. erholen. Erstmal erholen. Ja, es war richtig schön, aber richtig Nice. schön. Hat sich voll gelohnt. Alleine fürs Richtig Shoppen cool. nach Hause zu fahren. Ja, genau, deswegen. Nur deswegen. Weil in Nein. London geht das nicht. Nee, da kann man überhaupt nichts kaufen. Hier gibt es keine Läden. Hier gibt es immer nur so Shortages. Wenn noch eine Person mich fragt, ob ich noch tanken oder essen bekomme. Ja. Hat deine Mami dir wieder Notfallpakete geschickt? Nee, das Hat sie ist doch jetzt zu letztes teuer Jahr wegen gemacht. Brexit. Ah. Hat sie auch nach Berlin immer gemacht und so. Aber es ist jetzt halt, ja, es ist ein bisschen traurig. Aber auch okay. Auch okay. Aber nur okay. Okay. Ich kann damit leben. Ich habe es Sehr gut. verkraftet. Sehr gut. Buchtipp? Hast du einen? Ja, ich habe einen Buchtipp, sorry. Ja. Wer will anfangen? Du kannst gerne anfangen, Okay. wenn du willst. Oh, Oh Gott. war das so laut? Ups. Ich stelle Beschreibung einer Krabbenwanderung von Karosch Taha vor. Das haben wir, glaube ich, Anfang des Jahres mal in unserem Buchclub gelesen. Und das hat mir richtig gut gefallen. Und deswegen dachte ich, gefällt das auch vielleicht der ein oder anderen zuhörenden Person. Und darum geht's. Sanaa ist 22. Sie studiert, hat einen Freund und einen Liebhaber und sie hat Träume. Alles könnte gut sein, wäre da nicht die Realität, die sie immer wieder kneift, während sie träumt. Kneift wie die Krabbe damals im Irak, als sie im Fluss badete. Die Realität, das sind Sanaas Mutter Asia, die unter Depressionen leidet. Ihr Vater Nasser, der sich von seiner Familie entfremdet hat. Ihre Schwester Helin wütend, orientierungslos. Und ihre Tante Khalida, die Tag für Tag Tabak rauchend auf dem Sofa der Familie sitzt und über alles wacht. Sanaa rebelliert gegen die Enge ihres Umfelds, ringt um Luft zum Atmen, um Freiheit. Doch sie kann der Verantwortung für ihre Familie nicht entfliehen. Also kümmert sie sich und versucht ihre aller Wunden zu heilen, bis plötzlich alles, was sie sich an Freiheit erkämpft hat, auf dem Spiel steht. Rauschhaft und kraftvoll, dann wieder unbeschwert und komisch, erzählt Karosch Taha von einem Leben im Dazwischen, zwischen Freiheit und Verantwortung, Erinnerung und Zukunft, Mythos und Wirklichkeit. Oh. Hallöchen. Nice. Ich mag auch den Buchtitel. Ich mag es immer, Ja, wenn die ne? coole Titel haben, die Ja. Bücher. Und ein schönes Cover haben Nice. sie auch. Das noch besser. Gerade wenn man sie so auslegt, irgendwo ausliegen hat. Dann. Entschuldigung. Uff, Ups. so komm. Ach, ich habe auch ein Buchtipp, sorry. Ich war ja in Deutschland. Oha. Und die gucken ja immer die NDR-Talkshow. Das haben wir, also früher als Kind habe ich es auch mit meinen Ja. Eltern geguckt, obwohl es da ja gar ist, ja eigentlich nicht so wirklich cool für Kinder, aber ich mochte es halt immer voll gerne. Und dann wollte ich es unbedingt ja auf Freitag gucken. Es kommt immer freitags. Da habe ich sogar gegoogelt vorher, ob NDR-Talkshow oder 3 nach 9 kommt, weil 3 nach 9, das ist nicht so geil. Okay. Das ist richtiger Programm, das. Es kommt Hat auch sie nur nicht einmal im Monat. gesagt?
Ja, mit ja, 3 nach 9 ist mit Giovanni Dell'Orenzo, diesem Wer ist das? Zeitredakteur, das ist Ach der so, ah, Chefredakteur der okay. Ja, Zeit. der Und Chefredakteur der Bettina Zeit. Tietjen oder Ja. so, glaube Das ich. klang erst wie so ein Schlagersänger und ich war so, wer zum Fick ist das? Ja, genau so denke ich auch jedes Mal. Nein, aber das ist halt nicht so cool, aus irgendeinem Grund. Das ist genau dasselbe, aber irgendwie ist es nicht so gut. Und dann habe ich natürlich gelesen, wer auch da kommt. Und dann war ich voll excited, weil Florian Illies war da. Und das ist ja mein Lieblingsautor, also der Autor von meinem Lieblingsbuch 1913, was ich auch schon vorgestellt habe. Und der ist, glaube ich, auch Platz 1 der deutschen Bestsellerliste im Moment. Erschien im Fischer Verlag. Sein neues Buch, Liebe in Zeiten des Hasses, Chronik eines Gefühls 1929 bis 1930. 39, also sind wir von 1913 bis Ende der 20er sozusagen gesprungen. Natürlich haben sich die Protagonisten auch ein bisschen verändert, aber es ist im selben Stil geschrieben und ich habe, also das Buch hat 400 Seiten, deswegen habe ich es leider noch nicht durchgelesen. Ich habe Ja, es mir auch klar. erst Montag geholt. Ja, klar. Aber es ist schon richtig gut, sorry. Ah, ich liebe das ja wirklich. Okay, ich lese vor Ja, bitte. den Text, Klappentext. Radikalismus des Herzens. Während Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir in Berlin Käsekuchen isst, oh, während Jean-Paul Sartre mit Simone de Beauvoir in Berlin Käsekuchen isst, Henry Miller und Anaïs Nin, wilde Nächte in Paris und stille Tage in einem Vorort von Paris. Das ist ein Wort, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, ein Ort. Fort, Klischee? Klischee? Klischee. Ja, ich kann kein Französisch. Mm-mm. Erleben und Marlene Dietrich sich in Hollywood täglich neu verliebt, fliehen Bertolt Brecht und Helene Weigel, Thomas Mann und Katja Mann, Hannah Arendt und tausend andere ins Exil. In einem virtuosen Epochengemälde führt Florian Illies uns zurück in eine dramatische Zeit und erzählt von den bestehenden politischen und kulturellen Spannung zwischen 1929 und 1939. Eine fesselnde Reise in die Leidenschaft eines Jahrzehnts, die sich wie ein Kommentar zu unserer verunsicherten Gegenwart liest. Und das ist richtig gut. War das der Buchrücken, den du vorgelesen hast? Ja. Weil ich habe nämlich ich habe die Thalia-Webseite dazu offen, weil ich ja immer dann die Affiliate-Links raussuche. Und das ist voll interessant, weil als du nämlich Marlene Dietrich vorgelesen hast, hier Klischee, steht Ja. hier Klischee. auf der Beschreibung F. Scott Fitzgerald und Ernest Hemingway sich in New York in leidenschaftliche Affären stürzen. Ja, die gibt's auch. Also Ja, genau, aber es ist ein bisschen internationaler auch dieses Mal Ja, als genau, aber ich finde es 1913. interessant, dass dann der Beschreibungstext auf der Webseite ein anderer ist als der auf dem Buchrücken. Als, ja, das Weil, ist also schon der Rest cool. ist quasi, also 90% übereinstimmend. Stimmt. So. Aber vor allem ist auch interessant, dass es trotzdem immer noch genau dasselbe ist, weißt du, so, Ja, genau, also die genau, sind genau, hier, genau. aber die Die, anderen sind dort. ja, So. Und so geht genau. es ja auch die Die ganze Zeit. inhaltliche Aussage hat Ja. sich nicht verändert. Genau. Man klingt Ich bin mega gut. gerade, also ich habe ja noch nicht so viel gelesen. Ich bin immer noch 1929 und das Buch ist auch eingeteilt in vor 33 und nach 33. Also Ja, klar. das ist, ja. Ergibt Und Sinn. genau, und bis jetzt ist es richtig, richtig gut und I love it. 432 Seiten geht ja auch voll. Ja, aber es ist schon so, wenn man nicht so viel liest, finde ich immer schon so 400 Seiten schon Ja. ordentlich. Vor allem, wenn die nicht so packend geschrieben sind. Aber Florian Illies schreibt ja auch Aber richtig, ich wollte richtig gerade gut. sagen, dann gehen 432 Seiten halt auch schnell rum. Ich lese ja gerade immer noch Total. diesen zweiten Teil von meiner Outlander-Reihe. Und das hat irgendwie Ja. fast 1000 Seiten. Und ich Oh. bin, und ich bin jetzt halt auf Seite 500 noch was. Und es ist halt schon so viel passiert. Und so viel wird halt auch nochmal passieren. Weil das, also Ja. wenn es so weitergeht wie der erste Band, dann wird es auf jeden Fall inhaltlich nicht langsamer. Und das ist halt krass, ne? Sonst bin ich immer so, wenn ich irgendwie ein 300-Seiten-Buch sehe oder 400, bin ich so, boah, okay, krass. Und jetzt irgendwie hätte ich davon quasi schon zwei gelesen. Einfach weil es Ja. so packend ist, dass man das Naja, gar manchmal nicht geht es ja merkt. auch ganz schnell. Es gibt auch solche Bücher, da kann ich halt wirklich nicht mal eine Seite pro Tag lesen, weil die so Ja, weil anstrengend die, oh, sind. ja. Ja. Eigentlich nur, Kuwi-Studium. naja, eigentlich nur Lolita. Das ist das einzige Buch, was ich wirklich nicht lesen kann. Jedes Ja? Mal, wenn ich es anfasse, oh, das ist so furchtbar Aber das war geschrieben. doch auch so,
Ja, aber ich fand es so krass, weil du bist so in diesen Sog reingekommen. Ich hatte dieses Problem, also darum ging es ja auch, klar, dass ich ihn verstehen konnte. Es war so, er hat ja einfach diese Liebe beschrieben. Es war halt zufällig einfach ein kleines Mädchen. Es war so, ja, er ist verliebt, okay. Und dann, er ist ein kleines Mädchen verliebt. Ja, aber er beschreibt die Liebe. Ja, das finde ich alles nicht so schlimm. Ich finde irgendwie diese Person an sich so Aber, anstrengend. ach so, ja, aber ich fand's gut. Also ich fand's gut geschrieben. Ja, Naja, aber ja. wir müssen ja auch nicht. Wir dürfen Nee, ja so auch genau, es kann mal ja auch sein. unterschiedliche Es Meinungen ist haben. halt das einzige Buch, was ich halt wirklich so, was sich so richtig quält. Aber ich werde es bevor meinem Lebensende Traumdeutung von wahrscheinlich Sigmund vielleicht Freud. durchlesen. Okay, Das das hat ist ja mir eine ganz gemeinsame anders. Freundin von uns mal geschenkt, Ja. mit der wir zusammen studiert haben. Mit der habe ich Kuwi und Ja. Nevi studiert. Wir haben mal ein Referat über Sigmund Freud gehalten. Ja. Und da hat sie mir dieses Buch zum Geburtstag geschenkt. Und während ich es ausgepackt habe und mein Gesicht von so, oh, ein Buch zu, oh, genau so hat sie auch gelacht. ich glaube, ich habe das erste Kapitel gelesen. Ja, Und aber jetzt sowas, sitzt das hier. ist halt so Traumdeutung von Sigmund Freud, das ist ja alles so Kanon-Literatur, würde ich es mal nennen. Die dich ja auch mehr bilden als alles andere. Also sie sind ja nicht entertaining. Aber Und das Buch die möchte ich hat man einfach ja. nehmen und schmeißen. Ja, aber die hat man einfach nur im Regal stehen, Ja, Zora. das Und ist die werden so, nicht das sieht gelesen. gut Das ist aus. so. Ja, so. Wenn Leute das sehen, denken sie, ich wäre gebildet. Ja, genau. Aber trauen sich natürlich nicht, nach dem Inhalt zu fragen, weil dann fange ich auf einmal an, wirklich drüber zu reden. Und dann müssen sie sich dazu unterhalten. Und das will ja wirklich keiner. Also inklusive mir. Nein. Vorsicht, ist da auch geboten. Ja. Manche Leute leider schon. Fängst du jetzt wieder an, mir Wikipedia-Artikel vorzulesen? Da muss ich schnell. Hä, wieso? Nein, ich Der meine, manche Bing-Bong Leute schlägt. mögen Ach über so. solche Sachen Ja, ich reden. weiß. Du zum Beispiel. Nee, ich nicht. Ich hab's ja nicht gelesen. Ja, aber so überhaupt über so Bildungsthemen. Kommt drauf an. Kommt drauf an, was? Wann? Worüber haben wir noch mal? Es war irgendwann, als ich bei dir in London war. Haben wir über irgendwas geredet und ich habe schon deinem Gesicht gesehen, oh, dazu muss ich nachher mal den Wikipedia-Artikel durchlesen. Und genau dann hast du das auch gesagt. Und ich so, ja, ich wusste es. Du, Irgendwas das in ist ein Brighton, Hobby von glaube dir. ich. Was in Irgendwas in Brighton? Brighton. Ah ja. Ja, nein, da habe ich Ah nachgeguckt, ob ja, bestimmt, was da auf der Stadtrundfahrt erzählt da war doch hat. irgendein Prime Minister, war doch in Brighton. Nee, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ich weiß Das es war auch gerade nichts nicht. mit Winston Churchill. Nicht? Ah, Der war in der war Brighton, in. aber das habe ich nicht. Nein, es war irgendwas mit dem Haus, mit so einem Haus, das gebaut wurde. Keine Ach. Ahnung, weiß ich ja nicht mehr. Werde ich jetzt auch nie wieder herausfinden können. Es Okay. sei denn, wir fahren nochmal nach Brighton und machen nochmal die Stadtrundfahrt. Gerne. Aber erstmal muss man noch 100 Stunden ein bisschen gamblen und Spiele spielen, dem Vampir. Das macht mehr Spaß. Ja, bin ich dabei. Ja gut, wir sind jetzt dann doch wieder bei fast 45 Minuten gelandet. Yeah. Ich würde sagen, Ja, folgt uns auf Instagram. schön, dass ihr zugehört habt. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Wir hoffen. Ja, Nee, was hoffen wir wir? hoffen, die Doch. Folge. Ja, ich war, es war wieder so blieb gemacht. Weil ich gerade parallel Brighton und House gegoogelt habe. Brighton Ja. Dachte ich, Grundstück was in passiert. Brighton. Ja, genau, das kommt jetzt natürlich. Nice. Aber ist es nicht der Royal Pavilion? Nee, Nee, den das ist was nicht. anderes. Ist auch egal. Ja. Okay, wir beenden die Ja, Folge. das werden wir nie wissen. Nie Schön, wieder dass ihr dabei herausfinden. wart. Wir freuen uns über ein Abo auf der Plattform eurer Wahl. Das ist für euch kostenlos. Für uns auch. Wir verdienen daran nichts. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung in Apple Podcasts. Dazu findet ihr auch den Link in den Show Notes. Wenn ihr Oh Bock habt, yeah. folgt uns auf Instagram. Links in den Show Notes. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Genau, bis dann. Tschüss. Tschüss.